Schönen guten Morgen am 1. Januar, am ersten Tag des neuen Jahres 2022. Natürlich kann man sich das nicht nehmen lassen, früh morgens mal hier aufzutauchen. Das Schild ist noch beleuchtet und nun begeben wir uns mal den Weg entlang auf das Gelände. Ja, die Befürchtung, dass hier irgendwie wild geknallt worden wäre, haben sich nicht bewahrheitet. Der USB fährt gerade ein. Vielleicht kann man ja mit denen mal sprechen und mal schauen. Sag mal so, wir haben hier den alten Zustand immer noch hier verfestigt. Und dann nochmal zurück. Die Spots sind an, die Lampen sind natürlich aus. Der Container ist unbeschadet hier. Und jetzt gehen wir mal halt weiter. Der USB ist durchgefahren zum ehemaligen Flüchtlingsheim. Hier ist alles vollkommen winterfest gemacht worden. Das Steigerlied ist auch umspannt mit einer Folie und gelben Kabelbindern. So, gucken wir uns das Ganze mal hier an. Gehen wir mal hoch. Ja, und ein bisschen näher ran und wieder runter. Ja, was soll ich sagen? Bis zum 31.12. hat sich natürlich hier nichts getan. Wäre ja auch ein Wunder gewesen. Wer das gelesen hat, die Antwort der Stadtverwaltung Bochum auf die Anfrage der Ratsfraktion, die Stadtgestalter, die Partei, der wird ja nur geschmunzelt haben. Kurze, prägnante Antwort auf eine lange Liste von Fragen zum Gelände und zur Bewirtschaftung, zum Betreiben des Geländes, zum Ausblick 2022 sind dann im Endeffekt beschieden worden mit, nach über zwei Monaten kam dann die Antwort im Dezember, ja, da ja so viele Ämter dort involviert sind, ist es leider noch nicht zu einer Antwort gekommen, so nach dem Motto, bitte gedulden Sie sich. Ich denke mal, da wird ausgesessen, viele Stimmen mehren sich, die ganz einfach sagen, diese Leute haben gar kein Interesse daran und einige, muss ich wirklich sagen, sprechen schon von Untätigkeit im Amt. Das betrifft das Grünflächenamt und so weiter und so fort. Das betrifft hier das Tiefbauamt, Liegenschaftsamt, Bauordnungsamt und was weiß ich, was für Ämter das da noch alles gibt. Die scheinen da alle abgetaucht zu sein. Ja, jetzt ist ja natürlich Corona und dann waren ja auch Sommerferien. Gehen wir mal zurück. Im Jahr 2020 hat es geheißen, dass bis zum 31.12. hier der Platz komplett fertig gestaltet wäre. Dann war das Ende Februar gewesen, der Termin, um dann schließlich diesen ominösen 30.06., den Mittwoch, um 12.30 Uhr die Übergabe an die Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Hätten wir da nicht getrommelt, wären eben halt nur die Repräsentanten von Stadt und was weiß ich hier aufmarschiert, hätten sie einmal fotografieren lassen und fertig. Für die Stadt Bochum im Jahre des 700. Bestehens 2021 war diese Veranstaltung Armutszeugnis, wenn man sieht, dass das hier ein Prestigeobjekt ist, in das Millionen an Steuergeldern reingeflossen sind, da dann die dritte Garde aufmarschieren zu lassen. Aber das ist alles Schnee von gestern. So bedenken wir also 31.12.21 Fertigstellung, dann endgültige Übergabe am 30.06. Jetzt begeben wir uns mal hier zu den Stellen. Seht ihr hier, super weich hier oben drauf. Hier meandert es ab. Das habe ich ja schon tausendmal fotografiert, gefilmt und die Firma Knappmann habe ich dann angerufen. Ich bedanke mich dann nochmal bei dem Bauleiter für diese ehrliche Auskunft. Die Firma Knappmann ist also an dem Freitag vor Heiligabend, also am 17. Dezember, in den wohlverdienten Jahresurlaub über den Jahreswechsel gegangen und zugesagt war eben halt der Januar. Je nach Wetterlage, jetzt haben wir natürlich hier vorfrühlingshafte Temperaturen. Ich kann hier mit T-Shirt rumlaufen, wenn ich wollte, möchte aber keinem zumuten. Wir haben dann
im Endeffekt nichts hier nach dem 30.06., was so ist, wie es sich eigentlich darstellen sollte. Wir haben einerseits hier die Dolomitschicht, die sich aufgelöst hat und abgegangen ist. Das hat auch in erster Linie nichts mit dem Starkregen Mitte, Ende Juli zu tun. Bereits im Jahr Dezember 2019 ist das alles darunter gelaufen zum Schachtdeckel. Das ist und bleibt der tiefste Punkt hier. Muss es andere Ursachen geben. Und zwar sagte mir der Bauleiter von Knappmann, dass das eben nach der Übergabe an die Stadt Bochum hier auch nicht richtig gewässert wurde. Nun gut, kann ich nicht beurteilen, bin kein Baufachmann, aber da wird sich schon einiges ergeben. Ja, haben wir jetzt hier die Angelegenheit mit diesem ominösen Käfig. Ist der nächste Punkt, immer noch wird das gut genutzt, da oben drüber zu steigen, auch wenn das Schild betreten verboten, Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt, der Oberbürgermeister da dran ist, das hält niemanden ab. Mittlerweile das zweite Schloss drin. Am Anfang gab es die Probleme unten unterhalb der Tür, da seht ihr jetzt die Bleche rechts und links und unterhalb der Tür. Da sind halt Kinder durchgekrabbelt bis nach oben hoch, das ist alles super geplant, super durchdacht gewesen, ist der Wahnsinn. Die erste Führung fiel ja aus im August, weil dort jemand einen Schlüssel reingesteckt hatte in das vorhergehend eingebaute Schloss. Und er war einfach abgebrochen und dann gab es noch einen Versuch, den da auszubohren, was weiß ich. Alles bekannt und im Endeffekt haben wir hier, ich gehe jetzt mal einmal hier rum, Wahnsinnsmaßnahmen hier zum Beispiel auch. Hier, der Panzerband, finde ich unheimlich gelungen, den Aufsatz da. Diese Schottersteine da drauf sind auch genial, aus dem ganz einfachen Grunde, faustgroß, nehmen sich Leute, Kinder, schmeißen die dagegen, der Lack platzt ab. Und es gibt schon hier einige Roststellen wieder und fertig. Das natürlich nicht hier an der Protego-Einrichtung. Und ihr seht selber, wie hier eigentlich diese ganze Drainage, speziell hier von der Mitte des Weges bis dort um die Kante herum zugesetzt ist. Hier sieht man gar nichts mehr. Wenn man das mal hier so betrachtet, kommt das von hinten, von diesem Fahrradweg geht es nach unten. Deshalb steht dort auch der Rahmen, der ja in der Waage ist, vorne höher. Und dann kommt mittig hier noch eine weitere Drainageleitung. Die führt das dann weiter in diese Richtung und diese ganze komplette Seite ist abgesackt, ebenso wie hier und so weiter. Der Bauleiter hatte gesagt, ja, das müsste abgesaugt werden in dem Bereich und eben halt in den anderen Bereichen, wo das hier betroffen ist, die Gullis. Und dann muss das gespült werden bis zur Straße. Und ich denke mal, wenn das bis zur Straße gespült wird, nachdem das abgesaugt war, und das Wasser von der Straße zurückströmt, dann könnte man eventuell davon ausgehen, dass da zu wenig Gefälle drin ist. Aber laut Bauleiter ist alles hier planmäßig gelaufen. Die Firma Knappmann hat das ja eben halt nur so weit eingebracht, bis das angeschlossen wurde hinten an der Straßenkanalisation durch das Tiefbauamt. Auch die Verkabelung hier der gesamten Lampen, der Bühne, des Kumpeltreffs ist verlegt worden durch die Firma Knappmann. Angeschlossen wurde das dann von den Stadtwerken. Ebenso im Auftrag kam eine Firma von der Buselowstraße, die seinerzeit den Lichtmast für die Beleuchtung des Hollandschildes angebracht hat. Ja, so, der ganze Platz hier macht einen passablen Eindruck. Über die Jahreswende liegt auch an dem Wetter, liegt am Neujahrstag, liegt auch an der guten Stimmung, die ich heute habe. Denn ich sag mal ehrlich, wenn mir jemand an dem Telefon sagt, warum machen Sie so einen Druck, Herr Windmüller, und ich dem Mann sagen muss, ob der überhaupt schon jemals auf der Arbeit Druck gehabt hat, sage ich dazu nur immer, Klappern gehört ja natürlich auch zum Handwerk. Ne? Nur wenn da verschiedene Leute nicht miteinander koordinieren oder koordiniert sind von verschiedenen Ämtern, dann sage ich das jetzt mal ganz ehrlich, dann liegt Interessenslosigkeit vor.
Und jeder Posten in irgendeiner Verwaltung, in irgendeinem Amt hat eine Stellenbeschreibung. Das kann ich ganz gut beurteilen. Und ich habe mir die Stellenbeschreibung mal durchgelesen von verschiedenen Leuten. Und das fällt eben in den Zuständigkeitsbereich, ne? Ob die da ihre Einzelämter da jetzt mit einer flachen Verwaltungsstruktur bedacht haben, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich nicht in Bochum im Rathaus hocke oder irgendwo anders, will ich auch nicht. Aber die Leute sind nun mal halt dafür zuständig. Ne? Viele Leute meinen auch, dass Wattenscheid eh abgehängt ist und dass das hier eigentlich auch die Höhe der Steuergelder und das, was hier steht, mittlerweile einigen ein Dorn im Auge ist, kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht. Ich möchte auch mit den Leuten da drüber nicht diskutieren. Was eingefordert worden ist, ist ganz eindeutig. Das ist ein neuer Workshop Anfang des Frühjahrs, Anfang März, denke ich mal, Ende Februar, mit den Beteiligten vom Januar 20. Wir könnten dann natürlich 2 Jahre später mal Revue passieren lassen, was ist hier passiert und das Ganze mal dann auch beurteilen aus verschiedenen Perspektiven. Wäre mal schön, das auch zu hören. Ne, vielleicht erzählen ja Leute da mal ehrlicherweise, was sie da gemacht haben oder nicht gemacht haben oder warum sie es nicht gemacht haben, warum die Verzögerungen eingetreten sind. Das würde ja mal alle interessieren, denn das ist das Nächste, was ich kritisiere. Das ist die Informationspolitik, dass niemand da irgendwie auch nur sich ehrlich macht oder mal einen Arsch in der Hose zeigt. Ne? Und das sollten mal einige hochdotierte Leute sollten das mal wirklich machen. Denn die leben auch von unseren Steuergeldern, denn deren Gehalt wird darüber auch gezahlt. Ja, bei diesem Workshop sollte dann auch geguckt werden, wie geht es dann hier weiter. Wir sind ja so gut wie ausgebotet worden, weil ja einige Leute meinen, dass das hier, ich mach mal da einmal kurz drauf, dass das hier ja ein Biergarten mit Fördergerüst-Folklore ist. Das ist das Ganze nicht. Ne? Das Teil, was da vorne steht, ist ein Puzzlestück hier in der Gesamtheit. Das ist genauso viel wie die Treppe, wie das Fördergerüst selbst mit den Aufstiegsmöglichkeiten, wie die Bühne für die Veranstaltungen. Ja, dann auch nochmal hier, vielen Dank nochmal, jetzt nichts gegen die Grünen, finde ich eine gute Partei, aber die Auftaktveranstaltung auf der Bühne war eben am 16.8. eine bundesparteipolitische Veranstaltung der Grünen zur Bundestagswahl mit Britta Hasselmann. Ne? Einmal anrufen, Schlüssel abholen und fertig. Dann kann auch jeder erzählen hier, boah, auf der Bühne findet nur was statt, wenn ich das will. Originalzitat, oder wenn das Knepper-Management involviert ist, Originalzitat von Herrn Knepper. Aus welchen Gründen der sich von der Bürgerinitiative distanziert, kann sich jeder auch denken, aber mir ist ja auch vollkommen wurscht. Sollen sie mal alle machen. Jetzt baut er, habe ich da gestern gesehen, da irgendwie an so einer Homepage für den Kumpeltreff über den Winter. Gibt ja nichts zu tun ansonsten und fertig. Und wir haben jetzt hier, natürlich war ich gerade gewesen, hinten an der Haumannstraße, also da hinten in Richtung Triphotel, ist jetzt das Wasser, was über das Standrohr das fließende Wasser für den Kumpeltreff geliefert hat, ist jetzt angeschlossen worden. Jetzt dauert das nochmal 4-5 Wochen, das ist verfüllt worden. Das Baustellenloch, da ist auch ein neuer Hydrant aufgesetzt worden. Jetzt wird eine Fremdfirma damit wohl beauftragt werden, da die Platten da wieder reinzulegen vom Gehweg, ne, des Gehweges. Wird im Januar noch passieren. Dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Hier haben wir noch eine Möglichkeit, hier jetzt einmal rumzugehen. Wie bereits gesagt, hier geht es runter. Da ist es auf der Höhe. Und hier hinten geht es wieder hoch. Jetzt kommen wir mal hier hinten rum. Hier sieht alles wieder tippitoppi aus. Und wenn wir das uns mal hier angucken, hier wächst kein bisschen Wiese. Hier ist alles abgetrocknet. Wenn wir uns das hier angucken, ja, dann sehen wir ganz klar den Unterschied. Der Punkt da liegt ja auch viel tiefer. Ich denke mal 30, 40 Zentimeter tiefer wird das sein. Sieht man nochmal hier an dem unteren Rahmen des sogenannten Spezialkäfigs. Der übrigens, ich gehe da mal ganz cool ran, dadurch abbaubar ist, dass jedes einzelne Blech sich über mehrere Immo-Schrauben lösen lässt. Interessante Variante auch. Ne? So, jetzt sind wir hier und schauen uns das Ganze mal
von der Seite an. Ja, und sehen das, ich gehe jetzt mal hoch. Das ist immer schön, hat mir einige Leute gesagt. Wenn man mal hier hochfilmt und sich dann auch mal so ein wenig dreht, mittig des Schachtdeckels, mit Blick auf die Unterkanten der Seilscheiben. Ganz tolle Sache hier. Gucken wir uns das hier nochmal an in Richtung Norden. Ja, ja, gerade. Und hier auch. Jo. Und hier dann auch noch etwas in die Richtung. Und dort nochmal in diese Richtung. Hier war früher das riesengroße Tor drin. Ja. Und hier stand eben halt die Schachthalle und da hinten die Maschinenhalle. So, wir gehen jetzt mal hier zur Bühne. Ja, dann immer noch hier die sogenannten Blitzableiter. Ja, immer wieder Spaß bereiten die. Beim letzten Mal habe ich mich hier fast selber, obwohl ich schon zigmal darauf hingewiesen habe, hingelegt. Die stehen also 2-3 Zentimeter über dem Boden, wenn man da mit der Schuhspitze da reinpackt, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, da macht man hier den Stunt des Jahres und kann auch von Glück sagen, wenn man hier auf dem weichen Dolomit landet. Die Bühne sehr schön, natürlich da hinten wieder hier Narrenhände beschmieren Wand und Wände und natürlich hier auch den Stromverteiler. So, hier sind wir auch noch mit den speziellen Blitzableitern beschäftigt. Das Grünflächenamt hat einmal geguckt. Ja, ich filme die jetzt mal hier. Die sind einmal drauf gefahren, haben eine kurze Pause gemacht und fahren jetzt zur nächsten Pause. Das machen die immer hier. Die scherbeln auch mal hier erwachsene Männer mit 20 und 10 Cent Stücken, während andere Leute dann der Truppen nach Lidl oder nach Kaufland eben halt gehen. Ne, man kann ja auch das Jahr, ehrlich, das will ich ja jedem zu, nicht so hart anfangen mit Arbeiten. So, hier Müll wird hier entsorgt und hier kommen wir hier zu Ponderosa, zum Feuchtbiotop dieser Druckerei. Die gehen mir da wirklich sämig auf die Punkt, Punkt, Punkt. Hier der ganze Müll an Schnitt, das ist Müll, illegale Müllentsorgung. Ich kann nicht auch einfach meinen Gartenschlitt beim Nachbarn über den Zaun werfen. Die legen das hier auf ihr angeblich eigenes Gelände. Keine Ahnung, es ist Wahnsinn, was sich hier getan hat. Dieser ganze Streifen hier, ich mach das mal, geh mal hier bis zur Kante. Dieser ganze Streifen hier, das ist Wildwuchs ohne Ende. Und wenn wir hier runtergehen, dann haben wir hier noch die nächsten Spezialhügel, die hier hingelegt werden, weil hinten auf dem ersten Parkplatz sind die schon so hoch, dass er da mit der Schubkarre gar nicht mehr hochkommt. Der Heidupai, der hier das macht mit seiner Glasbausteinbrille, der mir mehrfach schon Schläge angedroht hat. Sagenhafter Kerl, ey. Also, naja, ist egal. So, hier haben wir das dann auch. Gehen wir mal hier entlang. So, und das ist alles hier zu. Wenn ich von vorne komme, von der Lürenstraße, Feine-Emil-Waldstraße, biege ich dann rechts ab in Richtung Schacht, sehe ich gar nichts, eventuell noch das Schild oben, dass sich hier dieser Platz dahinter befindet, das kann man ja nur vermuten. Ja, hier unten auch, schon seit langer Zeit weggeworfen, Vierkanthölzer und so weiter und so fort, da unten auch, Zeigerpflanzen für Feuchtbiotope, wunderschön. Ne, immer noch mal hier, schön hoch, ja. Gucken wir mal hier. Das wuchert hier auch dann schon rüber. Das sind hier diese sogenannten Gummispezialpflanzen. Wenn man die nicht rodet, haben die innerhalb von einem Jahr, haben die hier ja, den Hügel hier angewachsen über Samen oder 2 Jahre dauert das. Und dann kann man das Ding hier nochmal umgraben. So, gucken wir mal hier weiter. Die Buhlbahn, die Sitze gut angenommen, hatte ich auch schon mehrfach gesagt hier. So ein älterer Herren, die haben hier so einen Bullclub, so einen privaten. Die machen das. Und auch der Dreier, sehr schön. Ne, finde ich gut. Und kein einziger Knaller hier, keine Rakete. Ne, und
Ja, dann haben wir das hier komplett. Oder das ist jetzt hier vom Container, ist das Wasser, das Frischwasser, dann hier gelegt worden. Ja, und dann halt angeschlossen worden. Und weiter geht's dann da über den Hügel bis auf die andere Seite. Da ist der Knipper dann durchs Dickicht gekrochen und hat da sein schwarzes Flexrohr mit dem blauen Streifen für Wasser verlegt. Und ja, sag mal, auch da oben die Kuppe könnte man bequem als Spazierweg nutzen, wenn man von vorne, da wo das Plateau ist, da ist ja diese Treppe ins Nirgendwo, in die Brombeeren, wenn man da oben mal freischneiden würde, mittig, könnte man von da hinten aus ansteigend hochgehen. Dann könnte man dort schön oben entlang gehen und hinten am Wege wieder runtergehen. Naja, ne, wie ihr seht, sind auch hier die Bürgersteige noch nicht fertig. Das ist hier grober Schotter. Auch hier bei jedem dieser Einstellplätze, die heute alle frei sind, da hätte der USB mal heute Zeit gehabt, das ganze Laub da mal daraus zu entfernen und nicht immer wieder nach hinten reinzuknallen, ja, damit das beim nächsten Wind wieder raus ist. Ja, hier haben wir auch noch eine Vorrichtung. Schauen wir mal, da ist auch noch eine Einheit, ein Gasaustauscher, eine Möglichkeit. Halt drunter, ne, ist ungefähr hier auf der Höhe, wo ich stehe. Ja, sind also hier noch mal ein paar Löcherchen gegraben worden, dann ist das mal runtergezogen worden. Nach oben hoch und auf der anderen Seite wieder runter, da dieser Flexschlauch. Ne. Gucken wir uns das Ganze mal jetzt hier nochmal von hier an, um das zu würdigen. Und dann darf ich mich auch für heute verabschieden vom Hans-Köster-Schacht 4. Achso, da muss ich auch nochmal drauf zurückkommen. Natürlich ist das nicht vergessen, hier das Erinnerungsschild. Nur Herr Huhn machte das große Aber, aber wo das dran kommt, das ist natürlich dann noch die große Frage. Das muss auch alles noch geklärt werden. Ich sag dann hier jetzt, ach, habe ich ganz vergessen. Auch die Gewinner des Fotowettbewerbes möchte ich hier benennen. Ja, wir haben zwei, das ist immer schwierig, das zu unterscheiden. Natürlich gibt es da Profi-Fotografen, aber wir haben zwei, die machen wirklich so tolle Fotos und so treu. Und dann sind dann noch zwei Damen dabei, finde ich total gut. Wir sollten ja also die Damenquote erhöhen auch. Ja, und die heißen auch noch beide, heißt die noch mit Vornamen Wilma. Das ist einmal die Wilma Hilke und dann die Wilma Schmelter. Also Wilma und Wilma, für euch habe ich was Schönes. Wir werden da hier mal eine Übergabe machen demnächst und wir sprechen das ab, ja? Versprochen. So, ja, dann darf ich mich bei allen fürs Zuhören bedanken und ich wünsche allen ein erfolgreiches und gesundes, vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2020 vom Hans-Köster-Schacht 4 der ehemaligen Großzeche Holland hier bei uns in Wattenscheid. Glück auf!